Ja, die Quarzsande, wie wir sie hier sehen, haben eigentlich schon einen sehr langen Transportweg hinter sich. Sie müssen sich also vorstellen, die sind im Hinterland aus den Gesteinen herausgelöst worden, zusammen mit ganz vielen anderen Mineralen und dann über Bäche, Flüsse und schließlich im Meer transportiert worden. Und während dieses langen Transportwegs, der ja für das einzelne Quarzkorn mehrere tausend Kilometer bedeuten kann, sind die weniger resistenten Minerale alle zerrieben worden. Und am Ende ist nur der Quarz übrig geblieben. Also die Besonderheit liegt sicherlich in ihrer geologischen Entstehung, weil dort eigentlich drei Faktoren zusammentreffen mussten. Da ist zum einen natürlich die Ablagerung in einem an einer Meeresküste. Also wir hatten hier halt vor 25 Millionen Jahren die Meeresküste, wo sich die Quarzsande abgelagert haben. Und danach wurden sie überlagert von diesen Braunkohlemooren, die ja später zu der Bildung von Flözen, zu den Flözen führten. Und diese Braunkohleflöze haben über den Quarzsanden gelagert. Und aus den Flözen sind halt diese Huminsäuren ins Quarzsandlager eingedrungen und haben es gebleicht. Also Bleichung als der zweite geologische Faktor. Nun wären aber dann die Quarzsande viel zu tief für uns in der Erde. Wir wären da so nicht dran gekommen. Jetzt musste also noch ein dritter Faktor ins Spiel kommen und das ist die Hebung. Es ist also nach der Bleichung eine Hebung hat stattgefunden, eine tektonische geologische Hebung, wo die Lagerstätte Frechen als ein Block herausgehoben wurde. Und dadurch sind die überlagernden Braunkohleflöze der Erosion preisgegeben worden, sind abgetragen worden. Und so kommt das halt, dass wir hier praktisch nahe der Erdoberfläche Quarzsande antreffen, die wir etwas weiter nach Westen oder Osten in über 100 Meter Tiefe antreffen. Die Schichten dort sind nur 1 Million Jahre alt. Das sind eiszeitliche Ablagerungen und unterscheiden sich auch hier von unseren Sanden davon, dass es Flussablagerungen waren. Das wird daran deutlich, dass dort Kiese und Sande und Tone sehr rasch abwechseln, während wir hier einen sehr gleichkörnigen Sand haben, so wie ihn letztendlich die Strömungen im Meer hervorbringen. Diese Meeresströmungen führen zu einer natürlichen Sortierung des Sandes und so sind jetzt zum Beispiel die Körner, die wir jetzt hier in der Frechner Lagerstätte haben, fast alle so zwischen einem Zehntel Millimeter und einem halben Millimeter groß.